Hallo und herzlich willkommen, liebe Bloons TD Freunde. Hier ist euer Ruby und wir spielen heute ein bisschen Bloons TD Quick Play und Assault Mode. Ich suchte dieses Spiel in letzter Zeit extrem und deshalb habe ich mir gedacht, teile ich das doch einfach mal. Ja, diese Karte, eine echt coole Karte, wie ich finde. Ich nehme mit den Helikopter, den Magier und den Ninja. Um was es hier genau geht, wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Und zwar, ihr habt diese zwei Seiten, also ich spiele gegen einen PvP-Spieler. Ich setze mir jetzt erstmal hier den Magier hin, ich musste kurz überlegen. Und habe den dann dorthin getan, weil dann kann er nämlich die anrauschenden Ballons schön alle vernichten. Und da habe ich dann noch einen zweiten hingesetzt, falls unser Gegner sich entscheidet, dort von rechts bei dieser Weiche auch noch Ballons zu schicken. Und dann habe ich dem hier mal Feuerball gegeben, falls da welche durchkommen, damit die durch den Feuerball ordentlich kaputt gemacht werden. Worum geht es in diesem Spiel überhaupt? Tja, ihr seht diese Ballons, die da kommen. Unsere Affen haben die Aufgabe, diese Ballons abzuwehren, also Tower Defense. Wir haben 150 Leben, einer von diesen kleinen roten Ballons zählt ein Leben. Und dann die blauen sind die nächste Stufe, die zählen halt zwei. Und dann geht es immer und immer weiter, es gibt riesige Ballons. Das seht ihr dann auch, wenn ich anfange, den Ballons zu schicken. Es kommen nämlich nicht nur KI-Ballons, diese Wellen bei beiden gleich, sondern man kann dem anderen auch Ballons schicken. Und ja, oben in der Mitte, ihr seht schon, Runde 4, eine Minute irgendwas, dann $700, das ist unser Geld. Dafür können wir uns hier halt was upgraden, habe ich jetzt eben gemacht. Und unten drunter, dieses Grüne, das ist unser Income. Das bedeutet, so viel kriegen wir alle 6 Sekunden. Und je mehr Ballons wir dem schicken, desto höher wird unser Income. Das seht ihr dann auch. Uns geht es jetzt erstmal darum, unsere Verteidigung ein wenig aufzubauen, dass sie auch einen kleinen Rush von dem durchhält. Heißt, dass wenn der uns ganz viele Ballons schickt, dass der damit nicht durchkommt und uns Leben abziehen kann. Deshalb habe ich dem jetzt mal Lightning gegeben und ihr seht schon, diese Fähigkeit ist extrem stark und kann vor allem extrem oft eingesetzt werden. Also wow, einfach mal die gesamte Reihe fertig gemacht. Und ich kann schon mal ein bisschen spoilern, Runde 10 oder Runde 12 fangen wir an, dem ein paar Ballons zu schicken und unser Income, also unser Eco, werde ich das mal nennen, weil ich spreche da lieber englische Begriffe aus, zu erhöhen, weil wir natürlich auch mehr Geld brauchen, um unsere kleinen Verteidigungsaffen hochzubauen. Ihr seht schon, diese Magier, die haben halt die Fähigkeit, diese Feuerbälle zu schießen und diese Magiebälle und diese Blitze. Das ist extrem cool und ihr seht unsere Ninjas, die werfen mit so kleinen Wurfsternen und ihr seht schon, jetzt schickt er uns hier schon Ballons, schon recht gute, die kommen vom Spiel aus noch gar nicht. Aber da die Map sehr lang ist, haben wir hier genügend Zeit, uns die noch vorzunehmen und die abzuwehren. Deshalb war es eigentlich kein Problem für uns. Wir können mit dieser Energie, die 20, die ihr oben seht, rechts neben der Runde, auch nur so Spezialfähigkeiten machen, dass unsere Tower oder unsere oder die Ballons, die wir dem Gegner schicken, stärker sind. So, jetzt hatte ich da vorhin kurz überlegt, ob ich dem jetzt schon Ballons schicke und das mache ich. Ihr seht hier, diese Ballons werden wir dem schicken und zwar richtig viele. Und unser Eco ist hochgegangen und es sieht zwar vielversprechend aus, aber seine Verteidigung ist noch recht stark. Also ich glaube, da kam nichts durch. Nee, die war sehr, sehr patent, die Verteidigung. Ich muss mich mal gerade ordentlich hinsetzen hier. Uiuiui. Hab mein Tischchen ein bisschen umgestellt, mein PC ein bisschen umgestellt. Ist jetzt ein bisschen enger hier, aber auch cooler. Man kann halt nicht mal direkt auf meinen Bildschirm gucken, wenn ich irgendwas spiele, wenn man zur Tür reinkommt. Und ich werde auch nicht mehr vom Fensterlicht geblendet, das sonst immer auf meinen Bildschirm verspiegelt war. Und wie gesagt, ich schicke dem jetzt einfach, solange unsere Verteidigung gut ist und das aushält, schicke ich dem einfach mal ganz viele Ballons, um unser Einkommen zu erhöhen. Weil, sollte der ein bisschen später gehen, dann wird es noch extrem wichtig für uns. Ja, was gibt es noch? Unseren letzten Tower, den Hubschrauber, den ich mitgenommen habe, den werde ich jetzt noch nicht setzen. Und ihr habt eben gesehen, da kamen Ballons, die waren so komisch dreckig. Also müsst ihr dann nochmal zu mir auf die Seite gucken. Da kommen bald Ballons, die sind so ganz komisch und sehen dreckig aus. Nicht die hier, sondern andere. Es tut mir jetzt auch leid, dass ihr da auf seiner Seite gar nichts seht, aber musste jetzt sein. Ich musste dem ganz viel schicken. Ja, diese dreckigen Ballons, das sind Ballons mit Camo, da kommen jetzt welche. Und die können nur von unseren Affen gesehen werden, wenn ich das auch geskillt habe. Heißt,
Bei den Magiern muss ich Monkey Sense, also im rechten Tier, auf die zweite Stufe geskillt haben. Und bei den Ninja-Affen muss ich die auf der linken Seite den ersten Tier geskillt haben. Bedeutet Ninja Discipline. Discipline, oh, ja. Ich hänge mich immer wieder an diesem Wort auf. Naja. Ihr seht schon, es kommt recht weit bei uns gerade, aber ich habe einfach mal gehofft, dass da... Naja, gut, ich habe meine Spezialfähigkeit eingesetzt, da wären unsere Tower besser und habe mich jetzt auch, glaube ich, gleich dafür entschieden, ja genau, einen Helikopter zu bauen, damit wir ein bisschen stärker werden. Wenn man das Spiel schon eine Weile kennt, dann weiß man, wo man die Helikopter hintun kann und ich warte jetzt, bis ich genügend Geld habe, um mir Pursuit, also Verfolgung, zu kaufen und stelle das hier ein. Da folgt er nämlich immer dem ersten Ballon und beschießt die, ihr seht das schon. Der ist noch nicht allzu schnell, deshalb kann er den nicht ganz so gut folgen. Aber er richtet ordentlich Zerstörung aus der Luft an. Ja genau, da bauen wir jetzt noch so eine kleine Ninja-Verteidigungslinie auf. Einfach damit dort, falls da jetzt mal wieder mehr Ballons kommen oder so, der damit nicht durchkommt. Deshalb baue ich die auch gleich ein bisschen aus. Dieses, das was nach Ninja-Disziplin kommt. Sharpshot hieß das, glaube ich, bin mir aber nicht mehr ganz sicher, dass... Macht einfach, dass die durch mehrere Ballons durchgehen können, diese Wurfsterne, die die schicken. Und, ja, nee. Okay. Ihr habt vielleicht gerade mitgekriegt, bei unserem Gegner, da flogen ein paar Ballons zurück. An den Start, ja, da fliegen welche zurück. Das ist dieser Wirbelwind, den sein Magier machen kann. Oh, und da kam gerade auf unserer Seite schon ein recht großes Exemplar von einem Hubschrauber. Wenn das beispielsweise, von einem Ballon, wenn das beispielsweise durchkommt am Stück, dann haben wir verkackt. Dann, das zieht uns nämlich alle 150 Leben auf einmal ab. Das ist ein bisschen ungünstig. Ich weiß nicht, habe ich den eben geupgradet, den Heli? Ich glaube nicht. Aber wir werden den noch upgraden, und zwar darauf, dass seine Helikopter, seine Blätter oben, seinen Rotoren, Schaden machen. Heißt, wenn er dann immer dem ersten Ballon nachfliegt und über die anderen Ballons drüber fliegt, dann zerschnetzelt er die gleichzeitig. Also sehr hilfreich, wenn er schon so unterwegs ist, so viel. So ein Helikopter kostet am Anfang erstmal viel. Ihr habt gesehen, ich habe mir den erst recht spät leisten können. Aber trotzdem, wenn man dann mehrere von denen hat, sind die super effektiv. Man muss halt erstmal so weit kommen, dass man nicht direkt am Anfang schon besiegt wird. Also Runde 23, die wir jetzt sind, ist schon recht weit. Man kann einen Gegner halt auch in Runde 8 fertig machen. So habe ich das am Anfang gemacht, als ich noch schwächere Gegner gekriegt habe. Jetzt ist das leider nicht mehr ganz so einfach. Deshalb werden die Spiele meistens länger. Ihr seht schon, so 7 Minuten ist jetzt das Minimum, was ich eigentlich spiele. Außer wenn ich mal wirklich schlechte Gegner erwische, die erst so 20 Spiele hinter sich haben. Die kann ich dann auch mal ganz schnell fertig machen. Weil je länger man wartet, desto schwieriger wird es auch. Ich gebe dem Heli hier auch gleich mal Pursuit, damit ich den nicht selber steuern kann. Ja, weil entweder man muss so ein Patrouillenpunkt setzen, so wie ich das eben versehentlich gemacht habe, oder der folgt halt dem Touch, wenn man das auf dem auf irgendeinem Touchgerät spielt. Ich spiele es aber gerade auf meinem PC. Und da müsste ich halt die ganze Zeit die Maustaste gedrückt halten, das ist ein bisschen nervig. So, unsere Helikopter säbeln wirklich hier weg. Also es ist unglaublich. Ich glaube, unser einer, der dort weiter rechts ist, der macht gerade schon ordentlich Damage. Unser Gegner hat einiges an Leben verloren. Und zwar nicht mal durch mich, sondern durch die Standarddinger. Und ich habe mir gerade überlegt, ob ich ihm welche sende. Aber dann habe ich mir gedacht, da würde ich den bestimmt schon platt machen. Deshalb sende ich dem lieber ein paar schwächere. Also mit den schnellen Pinken. Von denen da jetzt auch ein paar kommen gerade. Mit denen hätte ich den, glaube ich, fertig gemacht. Und es ist ganz gut, wenn ein paar durchkommen, wenn er nur noch wenig Leben hat. Aber so viel wollte ich jetzt nicht, dass durchkommt. Aber... Tja, gewonnen ist gewonnen. So schnell geht das. Und dann möchte ich mich auch bedanken fürs Zuschauen. Eine zweite Folge ist schon in der Mache und sagt mir doch mal, wie euch das gefallen hat. Ciao!